hast dir die Rayu Master Zoro mit den normalen Gimbals bestellt, bist aber nach dem ersten Ausprobieren nicht so ganz zufrieden, weil diese Gimbals sich irgendwie ein bisschen komisch anfühlen oder einfach zu schwer eingestellt sind. Du hast aber auch keine Lust, dir die teuren Haul Gimbals zu bestellen für 160 Euro? Dann bist du in diesem Video genau richtig, denn ich zeige dir, wie du ganz einfach die Sticks bzw. die Gimbals von der Rayu Master Zoro anpassen kannst, damit sie so smooth sind, wie du sie brauchst. Also viel Spaß mit dem Video. Dieses Video wurde freundlicherweise unterstützt von K&F Concept. Eigentlich nutze ich für alle meine Videos ja einen ND-Filter und auch einen Blackmist-Filter, der einfach die Lichter so ein bisschen smoother macht und so ein bisschen einen kleinen Glow dem Video hinzufügt. Denn ich habe meistens dann immer zwei Filter übereinander und das ist halt relativ viel vor der Linse. Und da hat K&F Concept jetzt was richtig Cooles rausgebracht, und zwar haben sie einen ND-Filter mit einem eingebauten Blackmist-Filter rausgebracht. Das heißt, ihr habt zwei Filter in einem und habt dadurch ein schlankeres Design. Das ist super cool und macht das Filmen auch noch deutlich leichter. Wenn das also was für euch wäre, dann schaut gerne mal in die Beschreibung, da habe ich euch den Filter verlinkt. Und jetzt würde ich sagen, lasst uns weitermachen mit dem Video. Wir können hier einige Sachen an der Rayu Master einstellen. Und wir gehen das einfach mal von Schritt zu Schritt durch. Ich packe euch die Timestamps in die Beschreibung, dann könnt ihr zu dem Punkt wechseln, den ihr gerne anpassen möchtet. Ich erkläre aber alles von vorne bis hinten. Beim Stick Travel geht es eigentlich schlussendlich darum, wie weit ihr den Stick nach oben und nach unten bzw. nach links oder rechts bewegen könnt. Und hier in dem Fall könnt ihr den Stick Travel, also den maximalen Weg, den ihr nach oben und nach unten bewegen könnt, einstellen. Und zwar mit den Schrauben ober- und unterhalb des Sticks. Dabei ist es so, wenn ihr die Schraube reindreht, dann bekommt ihr weniger Weg. Das heißt, es stoppt vorher, und wenn ihr die Schraube rausschraubt bzw. löst, dann wird der Weg größer und ihr könnt den Stick weiter nach oben und nach unten bewegen. Ihr bekommt aber natürlich nicht mehr Weg, wenn ihr die Schraube weiter rausschraubt, weil irgendwann ist es limitiert anhand des Gimbals einfach. Okay, als nächstes wollen wir die vertikale Reibung, also die Reibung, die wir nach links und nach rechts haben, also wie doll der Stick quasi wieder zurückspringt, wollen wir das einstellen. Das machen wir auch noch auf der Rückseite. Das ist noch auch sehr einfach und dafür drehen wir das Ganze wieder um. Wenn ich jetzt also den rechten Stick etwas weicher haben möchte, dann muss ich diese linke Schraube hier, also diese, die ich gerade zeige, muss ich etwas lösen. Wenn ich das mache, dann fühlt sich der Stick viel, viel weicher an, der springt nicht zu fest wieder zurück zur Mitte. Wenn mir das aber zu weich ist, kann ich auch die Schraube einfach reindrehen, die Reibung deutlich fester, und man merkt einfach, dass der Stick ein bisschen fester ist. Das kann man natürlich aber anpassen, wie das für einen am besten passt. Das Ganze haben wir natürlich auch für den anderen Stick, da ist es dann auch wieder die linke Schraube, die wir dabei dann lösen müssen oder festziehen. Und das kann man dann halt ein bisschen individuell so anpassen, wie das für einen passt. Als nächstes können wir noch die horizontale Federspannung einstellen. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter, denn dafür müssen wir die Rückseite abschrauben, aber das ist gar kein Problem. Die horizontale Federspannung gibt an, wie doll der Stick wieder in die Mitte zurückspringen will, wenn man ihn loslässt. Also das heißt, wie doll er wieder zurückspringt. Das könnt ihr einstellen, wie schnell das geht. Man merkt das, wenn man den Stick nach links und rechts, merkt man, an welchem Mittelpunkt er so gesagt festhaken möchte. Und diese Spannung kann man quasi ein bisschen lösen, damit es ein bisschen weicher ist und ein bisschen smoother die Übergänge machen kann von A nach B. Dann hat man gleichmäßig die Kraftverteilung. Dafür müssen wir einmal auf die Rückseite und die Rückseite abnehmen. Dafür brauchen wir jetzt einen Kreuzschraubenzieher und müssen da einiges an Schrauben lösen. Als allererstes nehmen wir mal die Seitenkappen ab und müssen die Akkus rausnehmen. Stellen wir uns mal beiseite. Und dann haben wir jetzt hier einige Schrauben, die wir lösen müssen. Wir haben die beiden hier oben, wir haben hier an der Seite und die in dem Batteriefach haben wir jeweils 2, 4, 8, also wir haben 8 Schrauben, die wir lösen müssen, und das werde ich jetzt erstmal machen. So, und wenn ihr dann alle Schrauben gelöst habt, dann müsst ihr ganz vorsichtig sein und könnt die Rückseite vorsichtig abnehmen. Ihr müsst aber ein bisschen aufpassen, es sind ein paar Kabel dran. Ich versuche das jetzt mal hier langsam mal auszuheben. Denn ihr seht, hier sind einige Kabel an der Rückseite, und ihr solltet nicht die Kabel einfach abreißen. Dann könnt ihr euch den ganzen Controller kaputt machen. Und jetzt seht ihr quasi das Kabel, an dem die Rückseite hängt. Und dann müsst ihr diesen Stecker und diesen Stecker abnehmen, damit ihr die Rückseite komplett abnehmen könnt. So, könnt ihr eigentlich auch nicht wirklich viel falsch machen. Löst sich relativ leicht raus. So, und schon habt ihr die Rückseite abgenommen. Ganz einfach. So, die packen wir mal weg, weil die brauchen wir jetzt zunächst erstmal nicht.
Okay, also wir haben jetzt quasi die Rückseite weggepackt und jetzt können wir hier an der Stelle jeweils eine Schraube für jede Seite lösen bzw. festziehen, um diese horizontale Federspannung zu lösen, also weicher zu machen oder fester zu machen. Dabei sehen wir hier an zwei Stellen, wo sich die Schrauben bewegen und diese müssen wir an dieser Stelle lösen. Man kann währenddessen die Sticks auch ein bisschen bewegen und man sieht, dass die Schraube sich hinten auch bewegt. Um jetzt also quasi die Schraube zu lösen für den rechten Stick, das ist immer ein bisschen seitenverkehrt, das muss man halt dann einfach sich merken. Seht ihr diese Schraube, die sich bewegt? Ich wege jetzt hier gerade den Stick und diese Schraube müssen wir festziehen oder lösen. Das gleiche auch für die andere Seite. Da haben wir diese Schraube, die ihr festziehen oder lösen müsst. Eigentlich auch ganz einfach. Um euch das zu zeigen, also man kann die einfach ganz normal festziehen. Hier auch wieder mit einem Kreuzschraubenzieher, nicht mit dem Imbus. Auch komisch, warum das manche Schrauben so, manche Schrauben so. Aber okay. Und da haben wir jetzt quasi, wenn ich den Stick nach links und rechts bewege, merkt man einfach, dass der mehr Kraft möchte, um wieder in die Mitte zu springen. Also man muss mehr Kraft aufwenden, um ihn wirklich auch links oder rechts halten zu können. Und das kann natürlich für das Fliegen ein bisschen unangenehm sein, deshalb löse ich das für mich zum Beispiel eher ein bisschen wieder raus, weil ich das einfach ein bisschen smoother haben will. Du merkst auf jeden Fall, dass der Stick zurück in die Mitte möchte, das ist aber auch okay, aber es ist deutlich, deutlich leichter und es fühlt sich einfach smoother an, wenn man von links nach rechts geht, weil einfach der Druck da nicht so doll ist. So, und das gleiche können wir natürlich auch für den anderen Stick machen, den können wir auch lösen bzw. ein bisschen weicher machen. Und da haben wir dann auch die Yaw-Achse ein bisschen leichter eingestellt dann. Ja, und so stellt man dann schlussendlich die horizontale Federspannung für die Sticks ein. Jetzt haben wir also den Stick weich eingestellt, wenn ich den von links nach rechts bewege. Wenn wir jetzt aber einen Stick, also den rechten Stick beispielsweise in Mode 2, nach oben und unten bewegen, dann ist dieser auch noch relativ hart. Und wie können wir jetzt also die vertikale Federspannung einstellen? Okay, um also jetzt hier nun auf der Rückseite die Spring Tension bzw. die Federspannung ein bisschen anzupassen, müssen wir zwei Schrauben auf jeder Seite jeweils noch ein bisschen lösen. Das ist aber super easy, weil an die kommt man tatsächlich einfach ohne Probleme an. Und ich zeige euch erstmal, wo die beiden sind. Also wir haben hier an der Seite für den linken Stick, der aktuell der Throttle Stick ist, haben wir hier rechts oben die Möglichkeit, wenn man den Controller ein bisschen dreht. Ich zeige euch das auch nochmal ein bisschen näher. Wenn wir also jetzt nun den rechten Stick, also die rechte Seite einstellen wollen, also der Throttle Stick in den meisten Fällen, wenn ihr Mode 2 fliegt, dann haben wir hier an der Stelle eine Schraube, die wir lösen oder festziehen müssen, um die Federspannung zu erhöhen oder zu verringern. Und wenn man das macht, wenn man jetzt also wie gesagt rausschraubt, dann wird die Spannung weniger und es wird ein bisschen smoother. Wenn ihr die Schraube festzieht, dann müsst ihr mehr Gewicht bzw. mehr Kraft aufwenden, um den Stick quasi nach oben oder unten zu bewegen. Ich persönlich fliege da immer ein bisschen smoother, weil das für mich einfach ein bisschen weniger Kraftaufwand bedeutet und man sich einfach ein bisschen mehr fokussieren kann auf wie man fliegt, weil man weiß ja ungefähr, wo die Sticks sind. Für den anderen Stick ist es eigentlich auch relativ einfach. Da musste man früher wirklich das Board hier noch komplett abnehmen und hier noch vier Schrauben lösen, ein bisschen verschieben und so weiter und so fort. Mir ist aber aufgefallen, dass das jetzt tatsächlich auch einfach so geht, denn wir haben jetzt hier ein Loch und neben diesem Haar haben wir ein kleines Loch und da guckt eine Schraube raus. Ich zeige euch das auch nochmal vom Nahen. Und wenn man diese Schraube löst, die neben dem Haar steht, wenn man die Schraube löst, dann macht man die Federspannung weicher und wenn man sie festzieht, dann wird die Spannung auch wieder fester. Okay, und dann haben wir schlussendlich alles eingestellt, was geht. Das heißt, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir alles wieder zusammenbauen. Und dafür setze ich erstmal hier die Antenne wieder rein, damit hier nichts rausfällt. Und wir fangen jetzt genauso oder gehen jetzt genauso wieder zurück, wie wir angefangen haben. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir die Rückseite so festmachen, dass keine Kabel irgendwo zwischengeklemmt sind. Das ist immer ein bisschen fricklig, die Seiten hier wieder ranzuklipsen. Und dann beim wieder raufsetzen müsst ihr ein bisschen schauen, dass keine Kabel irgendwo dazwischen sind, keine in den Gimbals oder irgendwie zwischen der Kante von der Controller-Rückseite und könnt dann erstmal das Ganze wieder so ein bisschen draufdrücken und dann fangt ihr einfach wieder von vorne an, die Schrauben, die ihr rausgeschraubt habt, einfach wieder reinzuschrauben, um den Controller einfach wieder zusammenzubauen. Super! So, und dann können wir auch wieder die Batterien einsetzen. Die Abdeckungen hinten drauf, die falsche Seite. Achtet da auch mal drauf, dass das hier überall richtig einhakt, sonst ist der Controller, die Controllerabdeckung nicht richtig drauf. Also es muss richtig einrasten und richtig klacken. Und so,
Okay, und jetzt haben wir unsere Radio Master Zorro super easy eingestellt. Die Gimbals sind jetzt ein bisschen smoother. Natürlich kein Vergleich zu den AG1 Gimbals. Ich denke mal, aber für den Anfang reicht das auf jeden Fall aus. Wenn ihr da frisch reinstartet oder Anfänger seid, dann solltet ihr damit erstmal gut klarkommen. Und dann könnt ihr ja später immer noch entscheiden, ob ihr upgraden wollt auf die anderen Gimbals oder nicht. Alles klar, dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren oder mit einem Like oder einem Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin.